Gute Matthäus Asmaron, Servus, wie bei uns in Frankfurt sagt. Servus. Alles klar, hast du es gefunden? Kennst du dich hier aus? Ja, ich muss sagen, am Anfang war es ein bisschen schwierig. Ich kenne mich zwar in Frankfurt aus, aber bin auch nicht so oft hier in der Ecke. Aber insgesamt war es schon okay. Alles klar, wir haben uns natürlich ein bisschen schlau gemacht über dich. Du bist 32 Jahre alt. Richtig, genau, ja. Spielst aktuell wieder bei der Germania Weilbach. Das ist dein Verein, oder? Ja, ist im Grunde genommen mein Heimatverein. Ich habe lediglich in der Jugend früher noch mal woanders gespielt, beziehungsweise länger gespielt als in Weilbach. Aber grundsätzlich ist das schon mein Heimatverein, in dem ich vor allem im aktiven Bereich die längste Zeit verbracht habe. Du bist jetzt aus der Verbandsliga wieder einen Schritt zurückgegangen. Was sind deine persönlichen Ziele und was habt ihr als Mannschaft für Ziele für die Saison? Na gut, persönlich will ich erstmal den Platz im Tor mir erkämpfen. Ja, da sind wir drei Torhüter, die alle ein gewisses Niveau haben. Und da wird sich die nächste Woche zeigen, wer am Ende spielen wird. Und als Mannschaft insgesamt werden wir erstmal gucken müssen, dass wir die Klasse halten, weil wir haben sehr viele neue junge Spieler aus der A-Jugend integriert. Und die Verbandsgruppenliga dieses Jahr ist aus meiner Sicht sehr, sehr stark. Von daher heißt es erstmal Klassenerhalt. Der Trainer ist noch der alte, den ihr die ganze Zeit schon hattet, als du da warst? Oder gibt es da jetzt irgendwie einen neuen Coach und vielleicht auch einen neuen Vorstand oder ganz neue Strategien im Verein? Das weniger. Den Vorstand jetzt selber gibt es seit 2013. Da bin ich selber auch aktiv als erster Kassierer. Aber der Trainer, der ist jetzt komplett neu. Der hat vorher die zweite Mannschaft übernommen und jetzt seit dieser Saison trainiert er bei uns die erste aktive. Auf was für einem Geläuf spielt ihr denn? Spielt ihr auf dem Hartplatz, auf dem Rasenplatz? Was ist denn so euer Platz? Also zum Glück kein Hartplatz, weil das wäre für mich eigentlich der totale Horror. Aber wir haben einen neuen Kunstrasen, von daher ist es ähnlich wie ein Rasen, aber nicht ganz so natürlich. Was würdest du sagen, ist für euch so die wichtigste Position, beziehungsweise wer ist der wichtigste Spieler jetzt im Moment für euch für die neue Saison? Oder macht ihr das eher aus dem Kollektiv? Habt ihr, sage ich mal, überragende Einzelspieler? Wie siehst du eure Mannschaft aufgestellt? Naja, dadurch, dass wir jetzt sehr viele junge, unerfahrene Spieler haben, glaube ich, werden wir vieles über das Kollektiv machen müssen. Es gibt vereins natürlich Spieler, die im offensiven Bereich gewisse Akzente setzen können, aber insgesamt werden wir das Kollektiv schon brauchen. Hört sich doch alles gut an, nach einem neuen Neuanfang für dich bei der Germania Weilbach. Ich bin mal gespannt, wie das abläuft und werde natürlich deinen Weg verfolgen. Ich hoffe, du wirst viel Erfolg haben und bleibst gesund. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste als Fußballer. Ja, absolut. Also das wird das oberste Ziel sein, gesund zu bleiben und dann mal schauen, was noch so alles passiert.